Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Es ist Dienstag und ich liege schon im Bett, also ich werde auch gleich schlafen. Nur ist mir eingefallen, heute ist nämlich etwas gekommen. Und zwar das Kochbuch, was ich vorbestellt habe von Fanny Pilgrim. Alle, die sie vielleicht nicht kennen, ist auch eine YouTuberin. Und ja, die halt eigentlich, ich glaube, hier sind, ich weiß nicht, ob jetzt hier alle Sachen vegan sind, aber eigentlich ist sie vegan. Also ich denke, die meisten Sachen werden vegan sein, zumindest schnell abwandelbar. Und ja, ich wollte kurz meinen ersten Eindruck dazu sagen. Ich habe es jetzt nur mal durchgeblättert. Vom Stil her, also so vom Design, ist es überhaupt nicht mein Fall, muss ich sagen. Also gar nicht. Ich finde, sorry. Ich finde es einfach nicht hübsch. Also auch die Seiten innen. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt zeigen kann. Hier immer mit den Kommentaren von ihrer Katze und so. Also vom Stil her finde ich es, meine persönliche Meinung, grottenschlecht, also hässlich. Aber gut, das ist jedermanns Sache, wie man es findet. Ich finde es halt nicht schön designt, also das ist nicht mein Geschmack. Ja, und dann kann sein, dass die Sachen mega lecker sein werden. Das Buch hat übrigens 16 Euro gekostet, wollte ich nur sagen. Das finde ich für ein Kochbuch, also den Preis finde ich gut. 16 Euro für ein Kochbuch, das ist, glaube ich, sind viele Sachen drin. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Das finde ich einen fairen Preis. Nicht überteuert, wie viele andere YouTuber ihre Sachen verkaufen. Das finde ich vollkommen okay. Dann habe ich jetzt mal ein bisschen durchgeguckt und ja, keine Ahnung. Ich finde, es sind sehr viele Snacks oder so Kleinigkeiten. Es sind keine richtig krassen Gerichte, finde ich persönlich. Also wirklich so Snacks oder ganz viel Nachspeisen und so. Und wenn ich mir ein veganes Kochbuch kaufe, dann möchte ich eigentlich hauptsächlich so Hauptspeisen drin haben. Und das ist jetzt hier nicht der Fall, finde ich persönlich. Ja, ich werde die Sachen mal ausprobieren, aber jetzt so hat es mich nicht geflasht, als ich reingeguckt habe. Da dachte ich so, naja, geht so. Aber wie gesagt, der Preis ist okay. Von daher, also ich bereue es jetzt nicht, dass ich es mir gekauft habe, aber hätte auch nicht sein müssen. Ja, wollte ich nur mal kurz eben anmerken, weil ich hatte es hier gerade so liegen und dann dachte ich, das könnte ich mal erwähnen im Video. Und somit ist das getan. Ja, heute habe ich übrigens noch ein bisschen rumgeräumt. Ich habe meinen Schminktisch, die Schminkecke mal wieder richtig schön aufgeräumt. Die sieht jetzt wieder richtig schick aus. Und habe noch oben so ein bisschen Kartons gepackt für den Umzug und so. Ja, jetzt gucke ich gerade ein paar Videos. Werde jetzt aber, wie gesagt, gleich schlafen gehen. Obwohl es, glaube ich, gerade mal 8:30, viertel vor 9 ist. Aber irgendwie, keine Ahnung, habe ich Lust, schlafen zu gehen. Schlafen ist das Schönste überhaupt. Und ja, genau, dann penne ich jetzt gleich. Und wollte ich noch was sagen? Ja, morgen geht's ins Kino mit Jana wieder, denn es ist Vorpremiere von S. Also der Film heißt S. Ihr wisst wahrscheinlich, welchen ich meine. Oder It. Mit dem Clown Pennywise. Da habe ich jetzt schon so viele Trailer gesehen und Jana und ich mussten uns so ein bisschen totlachen bei dem Trailer und es ist ein Horrorfilm. Also ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass ich den ganzen Horrorfilm nur lachen muss. Das wäre irgendwie fail. Aber mal schauen. Beim Trailer musste ich eher lachen, als dass es irgendwie in irgendeiner Weise gruselig war. Ich bin gespannt, aber wir freuen uns auf diesen Film irgendwie so mega krass schon. Ich weiß nicht warum, aber man wusste ja schon seit Anfang des Jahres ungefähr, dass der dieses Jahr rauskommt, der Film. Und ja, das ist halt ein Klassiker von damals. Ich muss sagen, ich habe ihn tatsächlich nie richtig geguckt, weil ich wollte ihn mal gucken und dann hatte ich den Film gesehen. Also das ist ein alter Film eigentlich, der wurde jetzt nur neu gemacht wieder. Und ja, ich wollte ihn gucken, hatte ihn, glaube ich, kurz angestellt und dann, der sah mir einfach zu alt aus. Ich gucke nicht gerne solche Filme, die so alt aussehen. Ist nicht mein Ding, keine Ahnung. Deswegen, ja, freue ich mich jetzt aber auf den neuen, weil es nun mal so ein Klassiker ist und dass man den dann auch mal sieht. Ich weiß grob, worum es geht, klar. Aber mal gucken. Ich hoffe, er ist nicht zu langweilig. Aber egal. Zur Not, Lachen ist immer noch besser, als wenn ich einschlafe. Das ist auch okay. Den Rest werdet ihr morgen sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich euch morgen schon direkt sage, wie der Film war, aber dann spätestens Donnerstag war er. Der Film fängt um 20 Uhr, glaube ich, an, wenn ich mich nicht täusche. Ich muss gerne nochmal nachgucken, aber morgen. Oh, warte, ich bin gerade müde. Ja, 20 Uhr fängt er an. Das heißt, er ist noch relativ früh fertig. Ich denke mal, ich werde um 11 im Bett sein, aber es ist schon spät für mich. Also,
Muss ich jetzt schon mal vorschlafen. Ja, ich melde mich dann morgen wieder. Bis dann. Hallo ihr Lieben, ich habe mich gerade geschminkt. Ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen, also ich hatte, war halt ein bisschen länger arbeiten. Ja, musste halt noch alles schaffen. Und ja, jetzt bin ich nach Hause gekommen, habe mich mal eben neu geschminkt. Und das ist dabei herausgekommen. Ja, der Lippenstift ist übrigens aus der Drogerie. Und zwar ist das der Essence Vibrant Shock Lip Paint. Und den trage ich jetzt das erste Mal, habe ich den heute aufgetragen. Ich finde die Farbe ziemlich cool. Nur war der vom Auftrag her irgendwie ein bisschen schwierig. Man musste echt öfter mal drüber gehen. Er war so ein bisschen sehr flüssig, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Und dann musste ich wirklich öfter drüber. Jetzt ist er trocknet er gerade ein bisschen an. Ich bin gespannt, wie er dann gleich hält. Ob er auch wirklich gut hält, wenn ich gleich mal was trinke oder so. Es geht ja gleich für mich ins Kino. Ich glaube nicht, dass der so mega halten wird. Ich weiß es nicht, aber ich schätze es irgendwie. Ich nehme ihn auf jeden Fall mit, dass ich nochmal nachtragen kann. Aber an sich, die Farbe ist schon ziemlich nice, finde ich. Ich wollte mich unbedingt heute mal wieder einen knalligen Lippenstift tragen, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich hatte mir als Ziel gesetzt, dass ich wirklich jedes Produkt einmal benutze, damit ich zu jedem Produkt so eine Meinung habe. Und dann auch dabei danach dann aussortieren kann, wie momentan die Klatter ja nun mal ist. Ihr kennt das ja schon. Und ich hatte hier unten alles drin liegen. Inzwischen liegen dann nur noch meine Lippenstifte drin, ein paar in Anführungsstrichen. Aber ganz viele habe ich natürlich schon benutzt und einsortiert. Aber hier sind immer noch richtig viele Lippenstifte. Und die muss ich halt alle noch testen. Was hier drin liegt, muss ich noch testen. Und ja, Sekunde. Ach, meine Nase läuft. Hier sind noch die letzten Blushes, die ich testen muss. Die meisten habe ich hier schon wieder reingeschmissen. Die werde ich als nächstes deklattern. Deswegen würde ich bis dahin am besten noch die fertig getestet haben alle. Und dann kommen die hier rein, dann kann ich die auch deklattern. Und daneben sind noch meine Paletten ein paar. Die habe ich ja schon deklattert. Aber ja, das sind trotzdem noch die, die ich noch... Teilweise habe ich die auch schon mal benutzt. Aber ich habe die irgendwann halt mal alle komplett, meine ganze Kollektion noch rausgeholt aus dem Schminktisch. Um, dass ich wirklich alles nochmal teste und alles. Und es kommen halt auch ständig neue Sachen dazu. Ne? Ihr wisst ja, Look Incredible Box. Hier habe ich ja erst diesen Monat zwei Paletten neu gekriegt. Es kommt halt immer recht viel dazu. Genauso wie bei den Lippenstiften. Weil in den Boxen ist mindestens ein Lippenstift immer drin irgendwie. Und oh, dieser Stuhl, ne, wirklich. Ich glaube, den nehme ich nicht mit in meine neue Wohnung. Der geht mir so auf den Sack mit diesem Gequietsche. Ja. Gibt es sonst noch was zu erzählen? Ich wüsste gerade nicht. Ich hatte euch mal erzählt, dass meine Mutter für meine Katze so ein Katzenhäuschen bestellt hat. Also so ein Tippi. Das ist angekommen. Ich zeige euch das noch nicht. Ich zeige euch das. In einem Monat werdet ihr es sehen. Wenn ich dann alles einräume und dann gibt es eine kleine Roomtour, da werde ich euch natürlich alles zeigen. Ich werde euch komplett mitnehmen, was die neue Wohnung angeht. Ja, ich habe heute mal gegoogelt, ich habe so einen Countdown mal gemacht. Es sind noch 34 Tage bis zur Schlüsselübergabe, oh mein Gott, also einen Monat ungefähr halt nur noch. Das ist so krass, es ist einfach so krass und dann wohne ich einfach nicht mehr hier, wo ich jetzt gerade wohne. Das ist so schön. Das hört sich jetzt an, als wäre es hier total schrecklich, so jetzt auch nicht, aber ja, ich freue mich schon. Und dann kommt einen Monat später dann schon meine Katze und ja, das wird sehr, 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 sehr schön. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt gerade noch so bestimmt 40 Minuten Zeit, bis Jana kommt. Habe schon alle Videos geguckt, die ich so gucken konnte. Ja, keine Ahnung. Jetzt warte ich halt, bis Jana kommt. Und dann gucken wir es. Eigentlich läuft er erst morgen, aber wir haben Vorpremiere. Da habe ich reserviert. Und ja, mal gucken. Ich freue mich schon. Er soll ja in Amerika ganz gut gewesen sein. Ich bin gespannt. Aber um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht so hohe Erwartungen, weil, wie gesagt, habe ich ja gestern, glaube ich, schon erzählt. Ich glaube eher, dass ich mich totlache, aber wir werden sehen. Ich werde euch nachher berichten. Vielleicht ist er auch mega gruselig und ich denke jetzt erst, er ist nur scheiße, weil der Trailer jetzt nicht so mega war. Wir werden sehen. Ja, ich labere euch jetzt auch nicht weiter zu, sonst besteht dieser Vlog wieder nur aus Laberei. Ich nehme euch gleich mit ins Kino.
So, hallo. Heute ist Freitag, endlich Wochenende und es ist ja sogar langes Wochenende. Boah, dieser Stuhl, ne, ehrlich. Ich raste aus. Sogar langes Wochenende. Warte, das Licht ist da doof. Und ja, ich habe euch noch gar nicht erzählt, wie der Film war. Also ich musste schon an ein paar Stellen öfter mal lachen. Ansonsten, ja, übel gruselig war jetzt nicht. Es gab eine Stelle, wo ich mich erschreckt habe, einfach nur, weil so plötzlich was kam. Ja, dass der jetzt in Amerika so mega gewesen sein soll oder dass der so gut ankam, kann ich jetzt nicht verstehen. Fand ich ganz okay, konnte man sich angucken, aber ich sag mal, ich stehe halt mehr so auf die realistischen Dinge. Gut, Annabelle war jetzt auch nicht realistisch, aber ich meine halt, ich persönlich stehe eher mehr sowas auf Saw, so Horrorfilm. Ist ja irgendwie auch nicht so richtig krass Horrorfilm, sag ich mal, aber auf sowas stehe ich halt. Es ist halt, da wird halt alles erklärt, also es ergibt alles einen Sinn, es hängt alles irgendwo zusammen. Und sowas gucke ich dann irgendwie lieber als irgendwas, was irgendwie total unrealistisch ist. Aber es war okay, man konnte ihn sich angucken. Ich hatte viel Spaß mit Jana und ja, das ist das Wichtigste. Genau, das habe ich, genau, das wisst ihr jetzt gut. Was wollte ich noch sagen? Ich bin vorhin von der Arbeit gekommen und war jetzt kurz bei meinen Großeltern. Und jetzt wollte ich eigentlich gerade ein Video drehen, nur ist mir aufgefallen, oh, meine Kamera ist noch nicht geladen. Deswegen lädt die jetzt da hinten, dann drehe ich nachher ein Video, weil ich wollte mich gleich hier nochmal neu schminken. Weil heute geht es mal wieder ganz spontan zu Ichiban. Ihr habt es früher in jedem Vlog fast gesehen, ich war bei Ichiban immer. Und ja, jetzt war ich schon länger nicht mehr. Bestimmt schon über einen Monat nicht mehr. Das ist für mich schon viel. Ich glaube, das letzte Mal war ich Anfang August. Oder sogar Juli. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Auf jeden Fall schon lange nicht mehr. Und ja, jetzt wollten Juliane und ich mal wieder hin. Deswegen machen wir das heute. Und dafür wollte ich mich ja gleich nochmal neu schminken. Ob wir danach noch was machen, habe ich keine Ahnung. Ob wir heute noch Shishan gehen. Ich gehe eigentlich auf jeden Fall morgen Shishan, ist glaube ich so geplant. Aber ob ich das heute mache, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Und auf jeden Fall freue ich mich gleich auf das Essen. Oh, ich bin schon richtig, hab schon Vorfreude. Ja. Und deswegen werde ich mich jetzt neu schminken und dann eventuell, wenn die Kamera dann voll ist, noch ein Video drehen. Ich wollte nämlich eigentlich heute noch das Declutter drehen. Neues Declutter zu den Blushes. Da habe ich jetzt auch, na gut, ein paar muss ich hier noch austesten. Hatte ich euch ja, glaube ich, gezeigt, die Sachen hier. Ich habe übrigens, das kann ich euch vielleicht kurz erzählen, ich denke, dass das eventuell sogar bald mal in mein Favoritenvideo kommt. Und zwar diesen Stick hier von NARS, der war in der Look Incredible Box. Das ist die Farbe Exumas. Das ist ein Creme Blush. Und den habe ich heute drauf. Ich finde sogar ein bisschen, kann man das noch sehen. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt hier so. Aber ich habe den heute Morgen aufgetragen. Und normalerweise bin ich absolut kein Fan von Creme Blushes. Also absolut nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber der hat sich super verteilen lassen. Ging super easy, super schnell und sah richtig schön aus. Deswegen den finde ich richtig, richtig cool. Ja, muss ich mal gucken. Und jetzt, ich habe hier nämlich fast nur Creme-Blushes zum Testen. Da wollte ich jetzt mal ein paar benutzen, weil ich, wie gesagt, ich benutze eigentlich eher ungern Creme-Blushes. Aber ich will ja alles hier mal testen und dann kommt heute der nächste Creme-Blush. Den habe ich auch noch nie getestet. Der ist von, ich habe einen von Barbour. Den habe ich schon ein Jahr und ich habe ihn tatsächlich noch nie getestet. Der war nämlich damals, müsste genau vor einem Jahr fast gewesen sein. Ich glaube, es war Oktober, 3. Oktober oder so. Nein, 3. Oktober, Feiertag. Ich glaube aber irgendwann im Oktober war, glaube ich, die Glossycon und da war der in meiner Glossybox drin. Und den könnte ich eigentlich mal, guck mal, oh, okay, das ist zum Verteilen. So sieht der aus. Bin ich mal gespannt, wie der so ist. Ich glaube, den werde ich jetzt mal austesten und ja, bis später. So, ich habe jetzt gerade ein Video gedreht und mich auch schon neu geschminkt, ihr seht's. Und ja,
Ich habe einen Blush-Declutter gedreht, das habe ich euch ja, glaube ich, schon gesagt. Es war für meine Verhältnisse auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ihr werdet es demnächst mal sehen. Wird, denke ich, spätestens in einer Woche dann online kommen. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, ich packe gerade hier meine Tasche. Und zwar geht es ja jetzt gleich zu Ichiban. Ja, Jana, sage ich schon. Juliane müsste eigentlich jetzt die nächsten Minuten kommen. Und ich freue mich. Sushi. Ja, Mann. Geil. Super. Ich habe schon richtig Bock drauf. Hallo ihr Lieben, heute am Sonntag schon, habe ich gestern, achso, ich in der Shisha, aber habe ich das letzte Mal gefilmt, genau, ich war mit Juliane nach dem Essen noch kurz Shishan und da geht es auch gleich wieder hin, ich bin ein schlechtes Vorbild, ich weiß, aber Hauptsache ich rauche nicht wirklich. Ja, ich wollte euch zeigen, was ich heute abholen konnte, denn ich habe die Müller Lookbox schon wieder gewonnen, irgendwie gewinne ich jedes Mal, wenn ich teilnehme, gefühlt, voll cool, ja. Zeige ich euch aber diesmal nicht in einem Video, ist eine Männerbox und die werde ich verwenden für einen Adventskalender für meinen Bruder. Und von daher, ja, die werde ich euch nicht jetzt unboxen. Das ist jetzt nicht so spannend, glaube ich, für die meisten, schätze ich mal. Und ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich bin heute so übelst am Glowen, wie man sieht. Ich habe heute wieder mein Colourpop Highlight genommen, ihr seht es. Das ist schon nice, es ist schon sehr nice. Und ich habe heute die Palette benutzt, die ich euch das letzte Mal gezeigt habe, weil ich mir die gekauft hatte im letzten Vlog. Diese hier. Da habe ich schön die Silbertöne rausbenutzt. Ich liebe das silber-schwarze Augen-Make-up, finde ich richtig schön. Deswegen habe ich das heute mal gemacht und ich habe heute mal zum ersten Mal meinen MAC Lip Liner in der Farbe Whirl benutzt. Mag ich auch sehr gerne. Joa. Jetzt muss ich noch kurz so, keine Ahnung, in 20 Minuten treffe ich mich mit Jana da an der Shisha-Bar, aber ich weiß nicht, mit dem Auto sind es von mir aus nur so 3 Minuten höchstens, von daher habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Deswegen wollte ich kurz vloggen und gibt es sonst noch was zu erzählen? Irgendwie was, ich habe heute mega lang gepennt. Dann wollte ich jetzt endlich mal zu McDonald's, weil bei uns der McDonald's, da wird umgebaut und die haben jetzt draußen nur so einen Bulli stehen. Und da gibt es jetzt halt nur so, sag ich mal, Cheeseburger und sowas, ne? Und deswegen konnte ich da leider die Frühlingsrollen nicht probieren, weil McDonald's hatte ja eigentlich jetzt Frühlingsrollen. Dann bin ich heute war ich heute mit meiner Mutter in Osna. Und dann dachte ich so, ja komm, lass mal zu Mc's. Und dann gehe ich da so hin und frage, habt ihr noch Frühlingsrollen? Nein, haben sie nicht. Schicksal, glaube ich. Schade eigentlich, ich hatte voll Bock auf Frühlingsrollen. Obwohl ich ja gestern erst Frühlingsrollen bei Ichiban gegessen habe. Aber egal, Frühlingsrollen gehen immer. Und ja, jetzt... Ich habe neue Schuhe gekriegt. Oh mein Gott, die muss ich euch gleich zeigen. Ich wollte, das war nämlich so. meine Mutter wollte dann unbedingt heute noch nach zu Reno. Und ich bin immer so, ich will da nicht mit rein. Ich habe kein Geld. Ich sehe dann eh wieder was ich haben will, wie ich mich kenne. Und genau so war es dann auch. Ich gehe da rein. Also ich bin eigentlich nicht so ein Schuhmensch. Also es geht, obwohl so ein paar... Doch, ich bin so eher so ein Sportschuhmensch. Also so Nikes und so. Davon habe ich... Jetzt nicht so mega viele, aber da sammle ich schon ganz gerne welche, so besondere. Und ja, so Sneakers halt, finde ich halt richtig geil. Aber ich wollte schon seit Ewigkeiten, ich habe so ein paar Stiefel, die so ein bisschen höher sind, aber nicht so mega hoch. Also hoch vom Stiefel her und nicht vom Absatz, wisst ihr. Und die sind halt braun. Und ich wollte schon ewig Overknees-Schuhe haben in schwarz. Also nicht Overknees, die jetzt bis, keine Ahnung, zum Oberschenkel wirklich gehen, aber die gerade so bis zum Knie halt gehen. Und... Da gab es da welche, aber ich wollte halt nicht welche, die super dünnen Absatz haben, weil dann würde ich sie eh selten anziehen, weil es halt nicht so bequem ist. Und jetzt habe ich welche von Tamaris. Oh mein Gott, die sind so mega. Die gingen wirklich genau gerade so
zum Knie und das ist geil. Also wirklich genau gerade bis hier so ungefähr geht das. Und dieser Stuhl. Und ja, sie haben einen Absatz, der ist ganz okay. Also ist schon so ein bisschen höher, sind die schon. Also sind jetzt, weil ich wollte auch keine ganz flachen Overknees, sondern schon mit Absatz. Aber halt einen Absatz, der bequem ist. Und das habe ich jetzt gefunden. 80 Euro hatte ich natürlich nicht. Aber habe ich gesagt, Mama, Weihnachtsgeschenk. Und hat sie gesagt, okay. Und jetzt darf ich die heute schon anziehen. Ich freue mich. Deswegen heute voll in schwarz. Schwarze Hose, schwarzes Oberteil. Schwarze Schuhe, aber egal. Ziehe ich gleich meine rote Jacke drüber oder so. Ja, das wollte ich noch kurz erzählen. Und ich habe den Stuhl eben, muss ich euch auch mal zeigen. Ich wollte es euch gerade zeigen, aber das hat sich jetzt schon wieder von alleine erledigt. Ja, seht ihr das? Vielleicht habt ihr mal mein Instagram-Bild gesehen. Ich hatte mal vor Zeiten so ein, also das habe ich da immer noch drin, auf Instagram, so ein Bild, wo meine Freundin da vom Stuhl gekracht ist, aber da war der noch drauf, der Sitz, sage ich mal. Bloß an einer Seite war er nicht mehr befestigt. Das heißt, wenn man sich in eine Richtung gelehnt hat, ist man dann runtergeflogen. Und jetzt heute haben sich scheinbar alle Schrauben gelöst und jetzt ist er komplett hinüber, aber egal. Ich setze das jetzt einfach wieder drauf. Man muss halt vorsichtig sein. Aber gut, ich ziehe ja eh bald aus und dann lasse ich den eh hier. Dann, ja, ist ein bisschen fail. Aber gut, ich mache mich jetzt fertig und dann filme ich wahrscheinlich da nochmal kurz. Hi ihr Lieben, heute ist Sonntag inzwischen schon. Und ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht. Obwohl, ich habe schon zwei Videos geschnitten. Eins glaube ich. Ich habe ein Video geschnitten. Und ansonsten, ich bin noch in Schlafsachen, wie man vielleicht sieht. Was wollte ich sagen? Ich habe mir schon was zu essen gemacht. Ich hatte heute gefüllte Paprika. Und ich denke, es ist jetzt irgendwie 14 Uhr oder so. Kann das sein? Ich glaube schon um den Dreh irgendwas. Und jetzt werde ich mich kurz ein bisschen fertig machen. Also mich anziehen und alles. Und dann hatte ich gleich geplant, ein Video zu drehen. Allerdings nicht so für meinen Kanal, sondern für Make-up Factory, weil da habe ich ja mal ganz viel zugeschickt bekommen. Ist schon länger her, da nehme ich an sowas, so einer Academy, sag ich mal, teil. Und ja, ich mag die Produkte alle noch nicht verwenden, weil ich dazu erst ein Video drehen muss. Und deswegen drehe ich heute mal wieder ein Video. Ich glaube insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Videos das sind, 20 Videos, die ich dafür drehen muss oder mehr. Ich glaube, ich habe die Hälfte jetzt. Und jetzt heute möchte ich dann nochmal eins drehen zum Contouring und Strobing. Das werde ich jetzt gleich machen, dann kann ich die Produkte dazu auch schon mal in meine Sammlung wieder mit aufnehmen. Und yes, ich suche mir jetzt hier gerade mal Klamotten raus, aber ich glaube, heute ist Sonntag, ich mache heute eh nichts mehr Vernünftiges. Ich glaube, ich ziehe mir einfach eine Chillerhose an. Ich glaube, ich ziehe mir erstmal eine Jogginghose an. Ich meine, mich sieht eh kein Schwein hier, meine Chillerhose. Und einfach nur obenrum ein bisschen was Vernünftiges, damit, ja, weil das sieht man ja im Video, ne? Was ziehe ich denn Schönes an? Ich habe keine Ahnung. Ich melde mich später. So, ich habe das Video abgedreht, was ich für die Firma drehen wollte. Mit so ein bisschen Glow und alles im Gesicht. Ja, das ist erledigt. Jetzt weiß ich nicht. Vielleicht stelle ich jetzt einfach den Fernseher an. Und ich glaube, ab 15.30 Uhr läuft heute den ganzen Tag über Football 11 Stunden lang. Kann ja nebenbei dann laufen oder Musik mache ich mir an oder irgendwie sowas. Und räume mein Zimmer auf, packe wieder ein paar Sachen schon mal für den Umzug. Ich glaube, sowas werde ich heute den Tag über machen, weil das, was ich heute auf jeden Fall machen wollte, dieses Video drehen, habe ich schon mal geschafft. Ich lade jetzt eventuell noch ein Video hoch und vielleicht dann heute Abend noch ein bisschen Player Announce Battleground spielen. Das habe ich jetzt ewig nicht mehr gemacht, weil ich einfach keine Zeit hatte. Aber das werde ich, denke ich, mal heute noch tun. Und sehr viel hier hoffentlich heute schaffen an Aufräumen und Packen und dies und das. Ja, ich nehme euch vielleicht ab und zu noch mit. Ich weiß nicht, ob ihr heute jetzt noch so viel sehen werdet, ob ich mich nochmal melde, wirklich oder nicht. Kann ich euch noch nicht genau sagen, aber ihr werdet es gleich sehen. So, ich melde mich nochmal. Ich habe übrigens meinen geilen Sushi-Pulli an. Ich bin gerade am Spielen wieder Player Announce Battlegrounds. Hatte ich ja gesagt, dass ich das. Das musste eben erstmal zweieinhalb, wie ich eigentlich aussehe. Meine Haare, sorry, ich habe die einfach nur zusammen gemacht. Das musste ich eben zweieinhalb Stunden installieren. Echt so eine Scheiße. Weil ich halt so ewig nicht gespielt habe. Und jetzt war das jetzt meine erste. Nee, in der ersten Runde wurde ich sofort abgeknallt. In meiner zweiten Runde jetzt gerade.
bin ich Vierte geworden. Zwar nur mit einem Kill, aber egal. Ich spiele halt eher passiv, muss ich sagen. Ne? Ich halte mich am Ende der Zone. Wenn ich einen sehe, dann versuche ich ihn abzuknallen. Ja, habe ich jetzt gerade auch versucht. Dann kam auf einmal die Zone und ich habe... Das war alles ein bisschen blöd. Naja, auf jeden Fall wollte ich den Vlog jetzt beenden, weil ich werde jetzt noch ein bisschen, vielleicht eine Runde oder zwei noch spielen. Und dann werde ich, denke ich, auch schon ins Bett gehen. Es ist zwar noch nicht so spät, ist jetzt gleich erst 21.02 Uhr, also ist jetzt 21.42 Uhr. Aber trotzdem, ich spiele jetzt erstmal noch eine Runde. Hä? Nein, 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 nein. Jetzt hätte ich fast... Hä? Hallo? Hallo? Scheiße. Egal. Bis zum nächsten Vlog.